Und wenn man so wartet, kann man nochmal schön essen, hier in der Magdeburg, ja? Mmh, akkurat. Hat meine Frau mal eingeladen. Mmh, frischen Kaffee. Oh ja. Mmh. Curry. Currywurst. Mmh. Mmh. Hat bestimmt schon 2 Jahre nicht gegessen. Mmh. Kraft für Fahrradfahren. Freunde, nun ist es soweit, ich muss jetzt mit dem Fahrrad losfahren. Ich freue mich schon drauf und werden mal sehen, ob man da auch ein Bier mitholen kann. Das heißt ja Lastenfahrrad. So, jetzt ist es 13:45 und wollen wir mal sehen, wenn wir zu Hause sind. So, Freunde, passen mindestens 3 Kästen Bier in, ja, wisst ihr Bescheid. Jo, Trampel musst du ein bisschen, aber was willst du machen, wenn du Bier getrunken hast, dann willst du mal nach NP ein neues Bier holen, ja. So, dann wollen wir mal nach Kulau nach Hause, von Magdeburg. Mal gucken, wo es hier lang geht, ja. Schleinufer ist bestimmt schön fürs Fahrrad. Ja. Du hast gut. Tja, da kam wohl der Rocker echt in Zweifeln. Kawasaki oder Baboe? Ich hatte nicht die Wahl. Ich hatte nur den Auftrag von meiner Frau, dieses Fahrrad zu überführen und es heile nach Hause zu bringen. Das tat ich dann. Elektrolastenfahrrad ist geil. Ich hoffe, wegen Bier holen. Wisst ihr Bescheid, ja? Freunde, ich bin jetzt von Magdeburg vom kleinen Little John mit meinem Tretmobil bis nach Barndorf gekommen. Habe jetzt erstmal eine Rast eingelegt, weil der Fahrer muss ja auch mal tanken und der Arsch brummt. Ja. Ich weiß nicht warum, aber der Arsch brummt. Gut, Freunde, wisst ihr Bescheid mit Elektroantrieb? Wir haben das Alter. Also wie gesagt, aus. Gut, ich hau ab, die hat schon mal angerufen, wo ich bleibe und ach scheiße, ich beeile mich. Macht's gut, Freunde. Let's go.
Freunde, angekommen. Angekommen 4,5 Stunden. Gut, Stadtverkehr Magdeburg, da war eigentlich ein Dicke. Ja, also, das müsst ihr schon sagen. Ja, geile Sache, Batterie ist noch drauf. Bin angekommen, wie gesagt. Jetzt erstmal nach NP gucken, wie viele Bierkästen drin passen in das Ding. Wenn nicht, bring ich es wohl zurück. Jo, ciao. So Freunde, hier mal ein super Teil, das Babo. Fahrrad mit Kinderwagen dran. Ist natürlich ein geiles Fahren, auch mit dem Elektromotor. Ich glaube, ich habe mich infiziert und werde mir noch ein Elektrofahrrad kaufen. Es ist ein ganz geiles, lockeres Fahren. Und hier sehen wir den ganzen Schaltamortismus. Damit auch du oder ich so ein Bike fahren und steuern kann, hat man es ganz einfach gemacht. Kommt ein Berg, drehst du auf Berg. Ist der Berg zu Ende, drehst du wieder ins Gelände. Kein Stress, kein Trampeln. Außer mit der Lenkung muss man ein bisschen aufpassen. Man muss eben gucken, wo das Vorderrad lenkt. Das Vorderrad ist weiter vorne als der Lenker und das ist kann kompliziert werden, aber es ist einfach. Man kann es feines fahren.